Warum interessierst du dich für Energiewirtschaft? Ich bin in der Nähe von Gorleben groß geworden und Gorleben hat das Atomzwischenlager. Und als Kind hat man schon immer mitgekriegt, wie die Menschen damit umgehen, wie sie es akzeptieren oder dementsprechend nicht akzeptieren. Und ja, irgendwie wollte ich dann immer mitwirken und was man machen kann, damit man nachhaltig erneuerbar halt eine Stromversorgung generieren und leisten kann. Meine Eltern sind selber in der Photovoltaikbranche tätig, haben da eine Firma. Und mein Ziel ist es, da früher oder später mit einzusteigen und auch mitzuwirken. An welchen Praxisprojekten hast du schon teilgenommen? Dieses Semester haben wir ein Praxisprojekt. Es geht um Photovoltaik im alpinen Raum. Wir arbeiten da mit dem Skigebiet Alpbach zusammen. Und unsere Aufgabe ist es, die Liftstation mit Photovoltaik auszustatten, für die eine Potenzialanalyse zu machen und am Ende eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, damit sie quasi sehen, ob es sich rentiert, Photovoltaik in dem Gebiet zu installieren und somit ihre Liftstation selber zu versorgen. Im letzten Semester hatten wir ein Praxisprojekt mit der Firma Heliotherm, ein Wärmepumpenhersteller. Und da war unsere Aufgabe, den Tourismussektor ein bisschen zu erforschen, mit welchen Kraftstoffen, Mitteln die Hotels heizen, ob es jetzt Öl oder Pellets ist. Und wir sollten dann eine Auswertung erstellen, ob es rentabler ist, wenn die Hotels auf Wärmepumpen umsteigen. Habt ihr schon Exkursionen gemacht? Wir machen viele Exkursionen, ob es jetzt zu Biogasanlagen oder BHKWs ist. Letzte Woche waren wir bei der Firma Bayerngas. Die haben uns einen Einblick gegeben in ihre Firmenstruktur, wie der Handel abläuft und wie sich die Preise ergeben. Die haben uns da wirklich richtig tiefen Einblick in ihr Unternehmen gegeben, haben sich Zeit für uns genommen, haben uns Praktikumplätze angeboten und es war super interessant und ja, verständlich rübergebracht. Alles, was vielleicht in der Vorlesung noch teils unklar ist, das hat man dann so wirklich live gesehen, wie es umgesetzt wird, und danach war es total nachvollziehbar.